Also ich bin nur Philipp, wie man wahrscheinlich relativ schnell mal hört, bin ich nicht ursprünglich aus Tirol, ich komme aus Freiburg, bin aber ganz, ich sag mal fast schon klischeehaft nach Tirol ursprünglich fürs Studium und für die Berge und den Wintersport gekommen. Habe aber relativ schnell gemerkt, dass es mir echt gefällt. Der Sommer war fast noch schöner wie der Winter. Und dann habe ich ja nach dem Studium ziemlich schnell entschieden, dass ich hier bleiben will und überlegt, was ich mache. Da kam dann auch relativ bald der Gedanke, dass ich eine Trainee-Stelle in dem Bereich das Richtige für mich wäre, weil ich einfach jetzt im Studium war und nochmal viel sehen wollte, viel Verschiedenes sehen wollte und bin dann echt schnell auf die Trainee-Ausschreibung von der Wirtschaftskammer gekommen, für die ich mich dann beworben habe, die mir echt gut gepasst hat und in der ich dann auch für fast ein Jahr war. Also dann kam bei mir ungefähr so nach der Hälfte von dem Trainee-Programm so der Beschluss, dass ich eigentlich echt gern hier bleiben würde in der Wirtschaftskammer, weil es mir echt gut gefallen hat. Mich hat echt wirklich von Anfang an begeistert, dass so eine Offenheit hier herrscht und eine Hilfsbereitschaft, die ich jetzt nicht von früheren Arbeitgebern auch überall so gewohnt war. Das heißt, ich habe bis jetzt eigentlich wirklich noch nicht gehört, so es passt jetzt nicht oder ich soll mir irgendein Wissen doch selber aneignen. Es ist immer eine Wahnsinnshilfsbereitschaft und jeder freut sich auch, dir was erklären zu dürfen oder zu können und seinen Bereich zu zeigen. Dann hat sich ziemlich glücklich für mich gegen Ende vom Trainee-Programm eine Stelle im Digitalisierungsbereich geöffnet, für die ich mich dann auch direkt beworben habe. Ja, mir ist jetzt einfach besonders wichtig, dass ich auch neben der Arbeit eben gerade die Liebe für die Berge oder der eigentliche Grund, warum ich hierher gekommen bin, auch nicht verloren geht. Das heißt, ich gehe relativ oft gerade nach der Arbeit noch mal eine Runde Radfahren raus zum Sport. Da ist jetzt perfekt das Firmenradl, die, ich sage mal, Initiative dazugekommen, dass es eben von der Wirtschaftskammer gefördert wird. Und ich mir da wirklich gerade letzte Woche ein super Rennrad leasen konnte, was in einem Budgetbereich war, den ich wahrscheinlich sonst nicht genommen hätte. Und so einfach, es ergänzt sich ja gegenseitig. Ich kann nach der Arbeit, kriege ich den Kopf absolut frei, wenn ich rausgehe, noch eine Runde Fahrrad fahre. Und bin dann am nächsten Tag, bin ich auch wieder mit Energie, kann ich wieder am Morgen reinstarten.